Sebastian Günther ist heute bei uns, der dienstälteste Profi vom SC Freiburg. Herzlich willkommen nochmal bei uns in der Sendung. Wir haben heute Borussia Dortmund empfangen, Christian. Und es gab vor dem Spiel auf dem Rasen einen sehr emotionalen Moment. Es gab auch Tränen in dem Moment, nämlich als Fritz Keller verabschiedet worden ist, der Präsident vom SC Freiburg. Der hat jetzt eine neue Aufgabe als DFB-Präsident. Den kennt man noch gar nicht so genau, aber Sie kennen ihn viele, viele Jahre und sehr gut. Was ist das für ein Typ? Ja, ich kenne ihn eigentlich von Beginn an, seit ich beim SC bin. Sein Sohn hat schon mit mir angefangen in der Fußballschule. Er ist ein total herzlicher Mensch, ein harter Arbeiter und ich glaube, ein Stück weit eine Symbolfigur für der SC. Er hat viel aufgebaut. Ich glaube, ja, der DFB kann froh sein, dass er jetzt bei Ihnen ist und für uns natürlich ja, ein Stück weit bitter, dass er geht. Es wurde ich möchte mit dem Gegner anfangen, um den BVB ja in letzter Zeit so eine Art Mentalitätsdebatte geführt. Haben Sie heute den Eindruck gehabt, dass Ihr Gegner ein Problem mit der Einstellung hat auf dem Platz? Oh, ich kann das so schwer beurteilen. Das können wirklich nur die Spieler oder auch die Verantwortlichen dort sagen. Ich weiß nicht, wie der ganze tägliche Ablauf ist, wie es im Training ist. Sie haben eine immense Qualität. Ich glaube, ihnen fehlt gerade einfach ein Stück weit etwas. Ob es an der Mentalität liegt, ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, das sind auch Nuancen, die dann so Spiele entscheiden. Ja, wo sie gerade vielleicht ja, in manchen Momenten vielleicht einen Schritt zu wenig machen, wo es dann einfach fehlt. Aber dann sprechen wir an SC Freiburg. Das ist Ihr Verein, der noch nie so gut in eine Saison gestartet ist wie in diese. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das Auftaktprogramm, das war auch machbar. War denn von Ihrem Eindruck her heute der BVB der erste richtig schwere Brocken? Ah, ich glaube, das wird natürlich nach außen hin so getragen, aber für uns sind natürlich diese Spiele gerade am Anfang gegen Mitkonkurrente, was der Abstieg angeht, immens wichtig. Und der Druck ist dann natürlich da und das sind extrem schwierige Spiele, gerade auch auswärts dann. Natürlich sagen die Leute, das waren bisher noch keine guten Gegner, aber ja, ich glaube, das waren alles Gegner, die ja, auch andere gute Gegner schlagen können. Und ich glaube, wir haben uns da bisher gut verkauft, haben die nötigen Punkte geholt. Und klar, jetzt sagt man, der erste Härtetest Dortmund haben wir heute bestanden. Das war ein Stück weit so, aber ich glaube, auch die anderen Spiele waren nicht einfach. Aber es ist ganz erstaunlich, dieses Phänomen SC Freiburg. Der Verein macht aus relativ wenig sehr viel. Und Sie verfolgen den ja nun seit vielen, vielen Jahren. Seit 11 Jahren sind Sie dabei. Und können deswegen vielleicht sagen, warum der SC Freiburg gerade jetzt so gut ist? Ich glaube, es war die letzten Jahre schon so. Wir sind natürlich immer ein Stück weit am Maximum in jedem Spiel. Wir müssen so viel in die Waagschale werfen, um in der Bundesliga ein Spiel gewinnen zu können. Ich glaube, gerade dieses Jahr, wir haben keine Spieler verloren oder nicht viele Stammspieler. Ich glaube, der Flo ist der Einzige, der auch oft gespielt hat, der auch weg ist. Ansonsten sind alle da geblieben. Wir sind eine eingespielte Truppe. Wir haben einen ziemlich großen Konkurrenzkampf. Das ist natürlich für ein Team immer gut. Jeder muss sich verbessern und muss die beste Seite im Training zeigen, um zu spielen. Und ich glaube, da sind gerade viele Faktoren, die bei uns wirklich sehr, sehr gut laufen. Und ja, das zeigt sich dann auch in den Spielen. Und Sie heute wieder mit auffälligen Momenten auf dem Platz. Die beste Phase Ihrer Karriere? Ja, ich glaube, es läuft in letzter Zeit wirklich sehr gut. Natürlich ist es immer einfacher, wenn es bei der ganzen Mannschaft läuft. Dann ist es für den Einzelnen meistens auch einfacher. Aber klar, ich bin gerade sehr zufrieden und so kann es weitergehen. Sie sind der dienstälteste Profi beim SC Freiburg, mit 14 dahin gekommen. Sie spielen da fast ihr halbes Leben. Es gab wohl zwischenzeitlich auch Interesse von anderen Vereinen, ganz konkret vor 2 Jahren RB Leipzig. Da haben Sie wohl auch kurz nachgedacht, haben aber dann trotzdem vorzeitig beim Freiburg verlängert. Soweit richtig? Ja, warum? Ist richtig, ja. Weil ich glaube, ich habe jetzt immer noch das Gefühl, ich kann mich in Freiburg entwickeln. Ich glaube, das zeige ich auch gerade die letzte Woche. Der Weg ist noch nicht beendet. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal das Gefühl habe, dass ja einfach ein Stillstand da ist, dann ja, kann auch sein, dass ich mich verändere. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ich fühle mich wohl, ich bin in der Heimat. Das ist viel, viel wert. Ich glaube, ich habe viele Beispiele gesehen. Ich habe viele Beispiele gesehen und mitbekommen, die vielleicht diesen Schritt auch zu früh gemacht haben und wo die Karriere dann einfach anders lief. Und für mich muss, wenn ich mich verändere, alles passen.
Und ja, das war bisher noch nicht der Fall, deshalb bin ich glücklich, in Freiburg zu sein. Die Entwicklung, die noch kommen könnte, die haben Sie auf jeden Fall, Sie haben große Entwicklung schon gemacht. In der B-Jugend waren Sie nicht mal Stammspieler. Christian Streich, Ihr Trainer, den Sie sehr, sehr lange kennen, der sagt über Sie Folgendes. Er hat im Auto geschlafen, er hat im Auto gegessen, er ist morgens um 5 aufgestanden, das kann ich Ihnen alles erzählen. Ich weiß die ganze Geschichte und so jemand, der dann kein Training verpasst, und dann hat er ein paar günstige Eigenschaften geschenkt gekriegt mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik. Aber so jemand darfst du nie abschreiben zu keinem Zeitpunkt, weil er sehr, sehr weit kommen kann. Welchen Anteil hat Christian Streich an Ihrer Entwicklung? Wie bitte? Welchen Anteil hat Christian Streich an Ihrer Entwicklung? Ja, ein sehr großer. Ich glaube, wie schon gesagt, in der B-Jugend hatte ich ein schwieriges Jahr. Dann war gerade das Jahr danach, wo für mich natürlich ja, die Entscheidung war, mache ich es weiter oder ja, gehe ich wieder in eine andere Richtung. Und die Gespräche mit ihm damals waren sehr, sehr gut. Und ich habe dann im ersten Jahr A-Jugend als junger Jahrgang schon in der A1 gespielt und das war für mich dann schon so ein Stück weit ein bisschen der Durchbruch auch und ja, da habe ich ihm sehr, sehr viel zu verdanken und dann, er hat mich zum Profi gemacht, also ja, mehr Dankbarkeit, glaube ich, wie ich ihm gegenüber haben muss, gibt es gar nicht. Immer für einen Spruch gut, ein außergewöhnlicher Trainer, ich würde mich nie trauen, diese Frage so zu formulieren wie Christian Schäfer via Facebook. Ist es eigentlich einfach, mit so einem positiv durchgeknallten Trainer zu arbeiten? Das kann einfach sein. Es kann natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig sein. Er ist natürlich sehr emotional. Ja, klar, natürlich. Aber das brauchen wir dann auch in den Momenten. Ich glaube, wenn er ausrastet, dann rastet er auch ein Stück weit aus, weil irgendwas nicht gut läuft. Das heißt, dann haben wir es auch ein Stück weit verdient. Und was machen Sie dann? Ja gut, das hören wir uns an und versuche es danach besser zu machen. Sie kennen ihn ja lange genug, Sie wissen ja, dass das vielleicht am nächsten Tag schon vorbei ist. Sie hatten diesen Einsatz für die Nationalelf am 13. Mai 2014. Kurzer Einsatz, waren 8 Minuten eingewechselt in der 82. Minute. Sie sagen, Sie schielen gar nicht mehr groß auf die Nationalmannschaft, aber Sie würden sich natürlich über einen Anruf von Jogi Löw schon freuen. Haben Sie denn hin und wieder mal Kontakt zu dem? Der ist ja gefühlt bei jedem zweiten Heimspiel. Muss ich ehrlich zugeben, bisher gar nicht. Ich habe ihn in der Stadt ab und zu mal gesehen, als er einen Kaffee getrunken hat, aber ansonsten keine Berührungspunkte bis jetzt. Und wenn Sie ihn dann da sehen, gehen Sie mal hin und sagen Hallo? Das war meistens so im Vorbeigehen. Also wenn ich jetzt in das Café reingelaufen wäre, dann hätte ich ihm auch Hallo gesagt, aber es war mehr so im Vorbeigehen. So, wenn Sie trotzdem sagen, es wäre ja schön, wenn er noch mal anrufen würde. Wie wichtig wäre es für Sie, dann eventuell doch mal über einen Vereinswechsel nachzudenken, um einfach einen neuen Impuls zu setzen? Also ich würde mich erstmal freuen, wenn er anrufen würde. Ja, diesen Impuls zu setzen, ich glaube, wie ich es vorher beschrieben habe, da muss viel stimmen. Jetzt gerade stimmt viel in Freiburg, deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken. Wenn das mal irgendwann der Fall sein sollte, dass es nicht mehr so läuft, vielleicht sagt auch der Verein irgendwann, eine Veränderung wäre gut, das weiß man nie im Fußball, dann mache ich mir darüber Gedanken. Jetzt gerade verschwende ich da eigentlich keinen Gedanken dran. Kann man einen Menschen wie Sie, der sehr bodenständig ist, überhaupt verpflanzen? Kann man den nach Dortmund stecken? Kann man den nach Bremen stecken? Kann man den nach Hoffenheim stecken? Ich weiß es nicht. Sie sind auch nicht mehr alleine in der Lage, das zu entscheiden. Sie haben vor 3 Wochen geheiratet. Ja, genau. Ihre Freundin Katrin, jetzt Ehefrau. Wo soll denn die Tochter mal in den Kindergarten gehen, weil sie ist schwanger? Ja, stand jetzt in Freiburg. Wie es dann zu dem Zeitpunkt ist, wenn sie in den Kindergarten geht, das werden wir dann sehen. Ja. Sie haben zusammen auch schwere Zeiten erlebt, Christian. Katrin ist vor 4 Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Und Sie haben damals als Zeichen der Solidarität sich Ihre Haare auch abscheren lassen. Und das Foto, das haben wir hier. Das ist ein ganz schöner Schritt. Ja, das war für uns auch ein Schock. Das war kurz vor Weihnachten. Das war natürlich, ja, man sagt, ein Schlag in die Fresse. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ich glaube, in solchen Momenten habe ich gelernt, das Leben zu schätzen, die Gesundheit zu schätzen. Sie war für mich ein Vorbild, wie sie das alles gemeistert hat, war unglaublich. Ich habe ihr geholfen, wo es ging, aber das musste sie alles an sich durchstehen, was sie alles machen musste. Und ja,
wie schon gesagt, was das angeht, ist sie ein Vorbild. Und ich glaube, da lohnt es sich für mich auch jeden Tag auf dem Platz zu kämpfen, weil wenn ich gesehen habe, wie sie gekämpft hat, dann ja, ist das einfach herausragend. Wir können sagen... Wir können sagen, die Geschichte hat ein Happy End. Es ist alles gut, sie sind verheiratet, sie ist schwanger, es wird ein Mädchen und es ist heute alles wunderbar. Aber das, was sie damals gemacht haben, ist ja auch irgendwo ein Zeichen von Sozialkompetenz. Ich habe den Eindruck, im Hause Günther zu Hause entstanden ist. Ihre Eltern, die ja auch ein wichtiger Teil in ihrem, nicht nur im beruflichen Leben waren, aber die haben sie jahrelang jeden Tag ins 70 Kilometer entfernte Freiburg gefahren. Die haben darauf bestanden, dass sie eine Ausbildung machen, was dazu führt, dass Ihnen heute im Leben was wichtig ist und welche Rolle spielt der Fußball dann für Sie? Ja, ich bin meinen Eltern für alles dankbar, was sie gemacht haben. Ich glaube, ohne sie wäre ich nicht der, der ich bin und ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, was den Fußball angeht. Sie haben mich immer wieder gefahren, haben so viel Zeit in mich investiert. Ich glaube, das werde ich ihnen oder ich werde es ihnen nie so zurückgeben können, wie sie es eigentlich verdient hätte, weil das war unglaublich. Und ich glaube, ja, ich bin der, der ich heute bin, auch wegen ihnen. Ich glaube, diese Bodenständigkeit, das lebe sie mir jeden Tag vor. Für meine Eltern war es immer wichtig, nicht nur auf den Fußball zu schauen, sondern auch auf die Ausbildung, dass ich eine Ausbildung mache, dass ich die abschließe. Meinem Vater wäre es auch damals, er hat mir immer wieder gesagt, wenn ich keinen Spaß mehr habe, ich kann aufhören. Also egal, ob er jetzt 50.000 Kilometer gefahren ist, 5 Jahre lang, ist für ihn kein Problem. Wenn ich keinen Spaß mehr an dem Ganzen habe, kann ich aufhören. Und ja, die Sätze bleiben in einem ein Stück weit haften und ja, das ist natürlich auch für mich Antrieb, das für sie auch fortzuführen.